Montrose. Im Laufschritt vom Hof in die Arena, was? Darf ich vorstellen, Archibald Cunningham. Seine Hoheit, der Herzog von Argyle. Ich bin seiner Gnaden ergebenster Diener. Noch so eine Hofschranze. Archibald wurde mir von seiner Mutter geschickt, in der Hoffnung, dass unser Klima sein hitziges Blut ein wenig kühle. Und, Mr. Cunningham, was sind die Hauptsünden, die eure Mutter bedrücken? Das Spiel? Der Trunk? Oder treibt ihr es mit Knaben? Es ist Jahre her, dass ich es mit einem Knaben tat, euer Gnaden. Und zu meiner Verteidigung muss ich hinzufügen, dass ich ihn beim Eindringen für ein Mädchen hielt. Was sagt ihr dazu, Guthrie? Archie kennt nicht den Unterschied zwischen Arsch und Pflaume. Ich habe gehört, dass viele Engländer damit Schwierigkeiten haben sollen. So gut gesprochen, wie ihr gekämpft habt. Habt ihr Guthrie im Kampf gesehen, Mr. Cunningham? Er kann ganz gut mit dem Schlachtmesser umgehen, denke ich. Ihr haltet also nicht viel von unseren Waffen im Hochland. Wenn ich einen Ochsen töten sollte, wäre das schottische Breitschwert meine erste Wahl, euer Gnaden. Greift lieber zur Muskete und erspart dem Tier einen langsamen Tod. Für euch würde ich keine Muskete brauchen, Guthrie. Exzellent. Ich wette 100 von was ihr wollt auf Guthrie und sein Messer. Und die Quote? Ach komm, James, ihr seid ein Fuchs. Welche Quote? 3-2. Englische Pfund. Ich würde sagen, Guineen haben einen besseren Klang. Ah, Guineen sollen es sein. Exzellent! Ein volles Glas Rheinwein für meinen Lord Montrose und mich. Und zeigt Mr. Cunningham, welche Klingen wir haben. Ah, ihr ehrt mich, Sir, indem ihr mich mit eigener Hand bedient. Ich sage euch, James, mir fällt ein, wie wenig ihr mich mögt, wenn ich eurer gegenwärtig bin. Nun, was gibt es Neues am Hofe? Was sonst außer der Thronfolge? Unsere arme Königin scheint nicht die Ruhe zu finden, uns in Frieden zu verlassen. Ich befürchte, dass sie von uns geht und die Angelegenheit nicht gelöst wird. Wäre doch eins ihrer Kinder am Leben geblieben, so wäre dem Königreich geholfen. Ja, man hätte sich erhoffen dürfen, dass ein so regelmäßig beackertes Feld eine gute Ernte hervorbringt. Ich habe wahrhaft gesündere Friedhöfe gesehen als den Schoß dieses Weibes. Für welche Seite sich euer Gnaden erklären wird. Wo Argyle geht, muss der Weg fest und breit sein. Und jetzt warten alle darauf, auf welche Seite sie springen sollen. Man kann nicht auf den Abtritt gehen, ohne dass ein Anhänger von James Stewart eure Pisse preist. Einen gewissen Überdruss an der Sache zu und zähle darauf, dass euer Hoheit ein Beispiel setzt. Denn gäbe es ein höheres Prinzip als das des aufgeklärten Eigennutzes, müsste man es mir verständlich machen. Verdammt noch mal, Mann, ihr redet zu viel. Kümmert euch um eure Wette. Ah, geil. Meine Wette ist mir absolut sicher. Müsst ihr noch zur Schlange werden.
Mein Verwalter wird euren Verwalter aufsuchen.